So, weiter geht es, meine lieben Freunde. Und zwar haben wir in der letzten Folge mit Galling gesprochen. Und ich glaube nicht, dass er der Verräter ist. Deswegen werden wir uns jetzt auf den Weg machen zu Birna. Weil ich glaube, sie hat mit dem Ganzen was zu tun. Und wenn wir die Questreihe zu Ende haben, das heißt, wenn wir mit ihr und hier Liv gesprochen haben, wenn wir dann uns auf den Weg machen und hier diesen Raten mitnehmen. Und Online-Dienstfehler, alles klar. Läuft. Ja, und danach sollten wir genug Ressourcen haben, um unsere Siedlung ein bisschen weiter aufzubauen. Aber bis dahin sehen wir dann, wie es läuft, ne? Erstmal Weißzahn rufen. Weißzahn, let's go. Wachsen und die Nägel auch. Selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich habe es selbst gesehen. Das ist Unsinn. Also glaubst du, dass in einem Toten immer noch ein bisschen Leben steckt? Nein, das sind die Leichendämpfe. Nach dem Tod nimmt der Geruch stetig zu und muss irgendwie entweichen. Okay. Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Ivar und Uber. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Okay. Also doch nicht Birna? Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Was hältst du von Somas anderen Kriegern, Galin und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galin hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah, sonst bekommst du noch blaue Augen und Beulen an. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Ugh.
Okay, lol. Ist er jetzt gestorben? Wow, nice bug. Zu mir, hier! Wie immer. Kämpfer zu mir! Gibt den Sachsen was zu tun, außer sich am Gemächt zu spielen. Du weißt schon, dass ihr Gott ihnen so etwas verbietet. Tatsächlich? Das erklärt einiges. Kann man hier klettern? Nein, kann man nicht. Wieso gehen die hier nicht weiter? Naja, egal, ich gehe mal weiter. Du bewegst dich sehr leichtfüßig und fliegst durch das Gras. Der Schnee trägt Geräusche fort. Das habe ich früh geübt. Ich habe es geübt, indem ich mich so oft es ging durch Schlafzimmerfenster geschlichen habe. Meinen Dank, Eivor. Die Spannung der Hand. Hä? Trete zur Seite. Warum muss jeder hier wiederbelebt werden? Soll das heißen, sie ist die Verräterin, weil sie denen nicht hilft, oder was soll ich hier verstehen? Kommt man denn hier hoch, verdammte Scheiße? Oder soll man hier gar nicht hochkommen?
Doch irgendwie muss es ja gehen, wa? Also gehen, rennen wir nochmal den Weg entlang. Aha, jetzt habe ich es gesehen. Also hier hoch. Okay. Erstmal hier rein. So. Es ist nur noch der da oben, wa? Und der, okay. Köcher ist voll. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Die ist versperrt. Und die können wir aufschließen. Und hier ist eine neue Fähigkeit. Nice. Rennen und packen. Okay. Than Ranwald, Brief von Wigmund. Anbei findest du ein kleines Geschenk, bla bla bla. Kohlebarren, nein, Jägerrüstung, nice, Alter. Immer weiter so, immer weiter so. Ich will Jägersachen haben. Ich schalte die Wachen aus. Ich komme. Noch eine Wache, dann haben wir es. Danke, Eivor. Gerne, gerne. Können wir eigentlich von diesem Seil auch hochklettern? Das wäre ja mega geil, wa? Nein, können wir nicht, okay. Du mich entdeckst, Alter. Bin das war fertig. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Schade nur, dass es so stinken muss, weil sich alle beim Sterben einscheißen. Bleib hier. Wohin? Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art, was zu machen? Ganz ruhig, Drängger. Wir sehen uns in Grantabrück. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich muss jetzt erstmal mit dem Letzten sprechen, damit ich euch sagen kann, wer der Verräter ist. Aber Galin, der Erste, den wir besucht haben, der hat Birna schlecht gemacht. Und sie nicht. Deswegen... Ich dachte wirklich, dass, also ich habe ihm erstmal geglaubt und dachte dann, Birna ist die Schuldige. Aber wenn jetzt er auch gut über die anderen beiden redet, Liv, dann ist Galen auf jeden Fall,
der Verräter, weil er schlecht über Berna geredet hat. Das ist mein Entschluss. Ha! Wir gehen ganz kurz hier diesen weißen Punkt nehmen. Und dann werden wir zu Liv reiten. Was? Hä? Dieses Gebiet ist verflucht. Finde und beseitige die Ursache. Gut. Gehen wir mal rein. Alter, wie es hier aussieht. Schaut euch das an. Also diese Schädel müsst ihr mal zerstören. Verdammter Trollzauber. Alter, wie es hier aussieht, Mann. Mal ganz kurz ein Foto machen. So, okay. Weißzahn, wir reiten zu Liv. Und der befindet sich hier. Ja. Ein paar Kühe könnten wir aber mitnehmen. Leder ist immer gut. Ja. Hier. So. Dieser Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie erzählt. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas Heer gestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Okay. Du warst dabei, als Gudrum Soma zum Statthalter von Grantabrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen.
Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskrone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Okay, seine Farben wurden gestohlen. Und Birna war Schmugglerin und Diebin. Und Galin hat sie auch schlecht geredet. Ich bin echt der Meinung, dass es Birna ist. Ich will es nicht wahrhaben, aber ich bin der Meinung, es ist Birna. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wigmunds Mann. Richtig, richtig. Wigmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Ich will es nicht wahrhaben, Leute. Aber ich bin der größten Überzeugung, dass es Birna ist. Weil sie war früher Diebin. Es könnte aber auch Galien sein, ich weiß es nicht. Eigentlich greife ich lieber offen und gerade heraus an. Doch für dich probiere ich gerne etwas Neues. Wie nett. Jetzt sei bitte etwas leiser. Zeit ist um. Bringt den Hund zu Fall. Plündern, plündern, let's go. Was macht der hier drin? Odin soll dich holen. Gleich ist es vorbei. Zusammen, lass keine Räume. Das überlebst du nicht. Das wirst du wissen. Ich lösch dich aus. Reichtum erworben. Hier drin soll es noch was geben. Tür verschlossen. Wer hat denn den Schlüssel? Der da unten. Oder beziehungsweise das liegt da rum. Okay. Auch gut. Also ich bin echt der Meinung, dass es Birna ist. Sie hat vor allem, sie hat auch nicht geholfen, als was wollte ich sagen? Sie hat auch nicht geholfen, als hier, als die Männer zu Boden fielen. Deswegen bin ich eigentlich schon der festen Überzeugung, dass es Birna ist. Rückgrat. Bleib standhaft! Glaub doch nicht, dass du so entkommst! Gleich ist es vorbei!
Wiegmunds Priester ist in der Kirche. Gemeinsam! Wie kriege ich die Tore auf? Kriege ich die überhaupt auf? Los, bring den Hund zu Fall! Du gehörst mir! Das überlebst du nicht! Für die Jahrhunderte! Sieh mal einer an. Für die Sachsen mag ich ein Heide sein, aber diese Kirche ist wirklich schön. Wachen! Hilfe! Hilfe! Wiegmund hätte euch alle bei der ersten Gelegenheit töten sollen. Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Gut. Lesen. Ich will meinen Dank aussprechen. Bla bla bla. Neue Fähigkeit. Brandpulverfalle. Nice. Fähigkeitsmenü öffnen. Ach ja, stimmt. Das andere hatten wir ja auch noch nicht angeguckt. Rennen und packen. Halte 1, um zu rennen. Remple dabei Gegner an, um sie zu packen und hochzuheben. Wirf sie über Kanten oder gegen eine Wand, um extra Schaden anzurichten. Cool. Das tun wir dahin. Und das ist Brandpulverfalle. Ja, okay, man legt eine Falle und wenn sie drauf stolpern, dann platzt das. Nice. Könnten wir fürs Stealth-Gameplay gut gebrauchen. Gut, wir haben jetzt 4 Punkte. Sprintangriff haben wir noch nicht frei. Automatisch plündern wollte ich auch freischalten. Was machen wir? Ich glaube, das werde ich freischalten, in den Rücken fallen. Dann, wenn wir gut genug ausweichen, dann können wir Rücken doppelt so viel Schaden anrichten. Gift-Effektivität, Giftschaden. Nützt mir noch nichts, weil ich den Skill noch nicht gefunden habe, dass wir Giftpfeile haben. Ja. Sprintangriff brauchen wir auch nicht. Letzte Rettung wollte ich auch haben. Keine Ahnung, Leute, es gibt so viel zu tun hier. Ich hoffe, man kann irgendwann alles haben. Das wäre halt mega. Schleichangriffschaden, Fähigkeitsschaden, Gifteffektivität. Aber wenn hier Gifteffektivität kommt, dann wird hier wahrscheinlich irgendwas mit Gift kommen. Sollen wir mal gucken? Ah, sehen wir nicht, okay. Zurücksetzen. Zurücksetzen. Nehmen wir erstmal hier Attentatsschaden und Weg des Raben. Haben wir hier noch irgendwas zum Looten? Nein. Bye bye Kirche. Tür ist verschlossen. Gucken wir mal kurz auf die Map. Hier haben wir noch was Kleines. Ich sollte mich vermummen.
plündern. Hier sind Pfeile, Köcher ist voll. Gut. So, das war's von dem Ort. Entkomme aus Valedene. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Hey, wer bist du? Ich bin ein Niemand. Ich spreche mit Liv. Gut. Ich spreche mit Liv, sobald er hier entkommt. Kann er nicht dadurch? Anscheinend nicht, okay. Wohin geht denn Liv? Da könnte sich einiges verbergen. Wir mit dir reden. Gott verfluche dich. Wir müssen die Glocke läuten. Warum geht Liv dahin? So langsam. Ist der verbuggt? Anscheinend. Der hat jetzt voll den komplizierten Weg genommen. Ist das? Zu mir, Brüder! Zu mir, Brüder. Ich kann nicht mit Liv sprechen. Wieso nicht jetzt? Gut gemacht. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. Begib dich nach Grantabrück. Sollen wir das noch machen? Los! Ich kann mich aber noch nicht entscheiden, wer der Verräter sein soll. Ich will auch niemanden falsch beschuldigen. Liegt noch irgendwas in der Nähe oder sollen wir direkt zurück? Weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Komm, das machen wir noch und dann beende ich die Folge. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit allen zusammen und entscheiden dann, wer der Verräter ist. Wie keine andere. Nur einer reicht aus. Seine Oh, so eine gute Schelle. Kinder, was ist diese Schelle, von der ihr sprecht? Unser Großvater verteilt sie. Sei vorsichtig, wenn du keine willst. Ich bin sicher, dass ich ihr widerstehen kann. Viele Hasenfüße sagen dasselbe. Er braucht nur eine Faust, eine Schelle. Boom! Wie ein Wolf, der mit seinen Knöcheln heult. Tja, jetzt bin ich wirklich neugierig. Ha! Gut, das Schicksal klopft an deine Tür. Großvater, hier will jemand eine ordentliche Schelle. Hallo. Ja, ich bin überwältigend stark, über alle Maßen. Doch es ist nicht der Rede wert. Bist du ein Dränger, dann sollten wir Kriegsgeschichten und Weisheiten über einem Becher Met am Herdfeuer teilen. Du suchst Weisheit? Werde kein Held wie ich. Diese Schelle ist wie ein Fluch, der auf mir lastet. Die Kinder haben meine Neugier geweckt. Dein bescheidenes Auftreten umso mehr. Ja, ich bitte dich. Das muss nicht dazu führen, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Tja, du ziehst besser weiter, wenn du nicht eine Fausthöhle als Gesicht haben willst. Kinder, hört auf, so zu reden. Ich will sie nicht einsetzen. Ich wünsche wirklich, diese Schelle zu sehen und sie mit meinen bescheidenen Fäusten zu besiegen. Ach, das wird keinem von uns Freude bereiten, fürchte ich. Na dann, let's go. Genug jetzt.
Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Deine Enttäuschung wird auch die meine sein. So, bitteschön, wie versprochen. Ein einfacher Sieg für mich und meine Schelle. Weiterhin ungeschlagen. Warum, Gott? Komm zurück, wenn du eine weitere Kostprobe meiner endlosen Siege willst. Ich will es nicht. Lol. Prüfe meine... Hallo, ich bin zurück. Ich verstehe. Ich schätze, du willst die Schelle sehen? Ja, es ist an der Zeit. Ich will diese Schelle erleben. Ein trauriger Moment, für wahr. Halt deine Zähne fest! Deine Zeit ist um! Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Deine Enttäuschung wird auch die meine sein. Ist das vielleicht eine Late-Game-Quest? So, bitteschön, wie versprochen. Ein einfacher Sieg für mich und meine Schelle. Weiterhin ungeschlagen. Warum, Gott? Komm zurück, wenn du eine weitere... Okay, ich glaube, das ist eine Late-Game-Quest. Da brauchen wir, glaube ich, mehr Leben für. Und mehr Angriff. Anscheinend können wir ihn noch nicht besiegen. Gut, ich begib mich schon mal zur Stadt zurück. Aber wir werden die noch nicht ansprechen, weil wir keine Zeit mehr haben in der Folge. Also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut euch schon mal die nächste Folge an. Wenn sie denn schon oben ist. Da wären wir wieder in Grantaburg. Von mir erfahrt ihr nichts. Gar nichts. Ungeziefer wie du. Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hütte. Gut. Ich muss hier eine kleine Pause einlegen. Wer der Verräter ist, seht ihr dann in der nächsten Folge. Also bis gleich.